hineingeboren, hineingesetzt vom Herrn in eine Zeit wie diese, zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach von ihm, wie soll ich mal sagen, hineingeschaffen. So ist jeder von uns. Und als ich darüber nachdachte, kam ich einfach über dieses Thema, dieses irdische, zeitliche Leben und unsere eigentliche Bestimmung, das, worum es eigentlich geht, nämlich unsere Ewigkeit. Und ich habe darüber ein bisschen gearbeitet und ich möchte dich einfach teilhaben lassen an diesem gigantischen, gigantischen, gigantischen Thema. Es ist das wichtigste Thema unseres gesamten Lebens, nämlich, was ist mit der Ewigkeit? Und gleichzeitig ist es ein Thema, was irgendwie so ein bisschen völlig weg ist aus unserem normalen Denken. Ein Thema, was von manchen Leuten auch als lächerlich abgetan wird. Ja, so nach dem Motto, naja, der spinnt da mit seiner Ewigkeit, wir müssen hier unser Leben meistern. Das widerspricht sich ja nicht. Aber über Ewigkeit nachzudenken, über Ewigkeit ein Bewusstsein zu haben, ist von größter Wichtigkeit, damit wir überhaupt in diesem Leben so leben und so laufen können und so gehen können, wie der Herr der Herren und der König der Könige es möchte. Ja, ohne Ewigkeitsperspektive sind wir nach Neuem Testament eigentlich ziemlich erbärmlich dran. Okay, so, deshalb möchte ich mit dir darüber ein bisschen nachdenken. Fangen wir mal ein bisschen theoretisch an. Einfach mal so, was sagt die Bibel überhaupt zu diesem Thema Ewigkeit? Und da haben wir im Griechischen das Wort Äon. Äon, ne? Und Äon ist erstmal schon mal ein schwieriger Begriff, weil das Wort hat ganz unterschiedliche Bedeutungen, die man auch eigentlich dann erst nur im Textzusammenhang wirklich verstehen kann. Das bedeutet also erstmal einen Zeitabschnitt, also einen langen Zeitabschnitt. Ne? Das kann eine Epoche sein. Das kann aber auch eine Zeit sein ohne Anfang, so bis jetzt, aber anfangslos. Oder eben Ewigkeit. Ewigkeit als etwas, was komplett ohne Anfang, ohne Ende ist, wo wir irgendwie uns so drin bewegen. Aber wir werden gleich sehen, das ist gar nicht so einfach mit der Geschichte, mit der Zeit und der Ewigkeit. Das sind nämlich eigentlich zwei komplett unterschiedliche Sachen. Gut, okay. Die Bibel hat ganz unterschiedliche Begriffe, um diese Thematik zu beschreiben. Ne? Da gibt es verschiedene Redewendungen, wie beispielsweise Vorzeiten, von Anbeginn der Welt, vor aller Zeit oder vor der Zeit der Welt. Ne? So, als Beispiel mal drei Bibelstellen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Aha, der Entschluss zur Gnade ist schon vor ewigen Zeiten, Zeiten Mehrzahl, in Christus Jesus geschenkt worden. Titus 1, Vers 2. In der Hoffnung auf das ewige Leben, das der wahrhaftige Gott schon vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott hat vor ewigen Zeiten schon ein ewiges Leben verheißen. Auch interessant. Judas 1, Vers 25. Ihm, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, rettet, gebührt die Herrlichkeit, Hoheit, Macht und Gewalt. Vor aller Zeit und jetzt und für alle Zeiten. Amen. Okay, wenn du darüber ein bisschen nachdenkst, wirst du merken, gut, das ist schon schwierig. Hier wird von ewigen Zeiten gesprochen, hier wird von vor der Zeit gesprochen, hier wird für alle Zeiten gesprochen. Und was ist damit eigentlich gemeint? Noch bemerkenswerter wird es, wenn es um Anbetung geht in der Bibel, da wird häufig eine Formulierung gebraucht, wo dann in der Mehrzahl von der Ewigkeit gesprochen wird. Also wörtlich in die Ewigkeiten. Ja? Wir kennen das in alle Ewigkeiten. Mehrzahl. Wörtlich steht da in die Äonen. Also in diese Ewigkeiten. Eine ganz bemerkenswerte Formulierung. Ja, es gibt auch
ein wirklich, dass das im Plural gebraucht wird, ja, man also von einer Mehrzahl von irgendwelchen Zeiträumen spricht, von Zeitaltern spricht, von Weltzeiten spricht und so weiter. Ja, und da verschmilzen teilweise Begriffe von Zeit und Ewigkeit und eigentlich ist es gar nicht so leicht rauszukriegen, okay, was ist denn hier wirklich gemeint? Ne? Ist denn ewig, was ist denn überhaupt Ewigkeit? Wir werden da gleich noch reingehen. So lesen wir beispielsweise in Römer 16, Vers 25. Ehre sei dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben. Gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus. Gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war. Okay, das ist das Geheimnis, dass Jesus kommen sollte, Mensch wird und zur Rettung wird. Das war schon vor ewigen Zeiten ein Geheimnis im Herzen Gottes, sage ich mal. 1. Petrus 4, Vers 11. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Halleluja. Okay, ich hoffe, ich habe euch schon ein klein wenig irritiert, aber es geht noch weiter. Bei Johannes nämlich, da kommt ein anderer Aspekt noch rein, in dieses Ding mit der Zeit und mit der Ewigkeit. Da kommt nämlich der Aspekt rein, der, ich sag mal, Qualität, der Qualität des ewigen Lebens. Denn Johannes legt ganz viel Wert darauf, uns mitzuteilen, dass das ewige Leben nicht dann beginnt, irgendwann mal, wenn du gestorben bist, dann kommst du in den Himmel und das ewige Leben geht los, so nach dem Volksglauben, sage ich mal. Nein, das ewige Leben beginnt natürlich in dem Moment der Neugeburt. Da ist der Mensch neu geboren, ein geistliches Wesen, dann beginnt das ewige Leben. Der Wiedergeburt, der Neugeburt, der Bekehrung. Wenn ein Mensch wirklich von Neuem geboren wird, dann beginnt das ewige Leben. So, und zwar ist das ein ewiges Leben, wo Johannes Wert darauf legt, dass er sagt, wir haben das schon jetzt, während wir hier leben. In der Zeit, wo wir sind, geboren für eine Zeit wie diese, wenn du Christ bist, wenn du wiedergeboren bist, hast du das ewige Leben jetzt, nicht irgendwann, wenn du dann dermaleinst abgeschieden bist. Nein, jetzt. Ja? Ewiges Leben fängt dann an, wenn wir von Neuem geboren sind. Johannes 3, ab Vers 15. Ja? Super bekannte Stelle, ne? Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Punkt. Das steht in der Gegenwartsform. Wenn du glaubst, hast du das ewige Leben. Es hat schon begonnen. Du bist eine Neugeburt, du bist eine neue Kreatur, du bist eine neue Schöpfung. Du bist nicht mehr von dieser Welt. Du bist zwar noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Du bist geboren aus Gott. Du bist was ganz anderes, neu. Ja, völlig neu. Und damit ist das Leben ganz anders. Und das ist der Punkt, den wir bei Gottes Haus so gerne euch vermitteln wollen. Dieses Bewusstsein unserer Identität, unserer eigentlichen Position, wer wir überhaupt sind, wenn wir wiedergeboren sind. Aus Gott wiedergeboren sind. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist da drin. Hey, das war vorher nicht. Das ist was extrem, extrem Besonderes. Und es ist, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, völlig logisch, ja, wenn da Holy Spirit inside ist, ja, dass die Welt und irgendwelche dämonisierten Typen um dich herum natürlich aggressiv werden. Ne? Eigentlich ist das völlig logisch. Wenn du neugeboren bist, sieht man es in der geistlichen Welt. Vielleicht sieht es deine Umwelt um dich herum nicht unbedingt, aber in der geistlichen Welt ist das wie ein helles, gigantisches Licht. So, warum? Weil du ewiges Leben hast. Halleluja. Wann beginnt das ewige Leben? Mit der Neugeburt. Wenn du den Herrn als deinen Herrn und der Retter und Erlöser angenommen hast. Okay, ganz wichtig.
Das hat nichts damit zu tun, dass du in irgendeinem Laden irgendein Mitglied bist. Egal wie der Laden heißt. Es geht nicht um Mitgliedschaft in irgendeiner Institution oder irgendwelche komischen Rituale, die du machst oder sonst was. Ja, es geht darum, dass du real wiedergeboren bist. Weißt du, es gibt ja, ich sag mal, Institutionen, die sagen dir, Seelenheil durch Mitgliedschaft. Wenn du bei uns Mitglied bist, alles geregelt. Himmel, alles gewährleistet, super. Weißt du was? Ich würde mich darauf nicht verlassen. Ich würde mich darauf nicht verlassen. Das ist ein super gefährliches Spiel, wenn man diese Art von Sprüchen glaubt. Es geht darum, dass man eine persönliche, intakte, ich sag mal intime Beziehung mit dem Herrn der Herren und dem König der Könige hat. Neu geboren. Er ist in dir, wenn du neu geboren bist. Ja, das ist was anderes, als dass dein Name auf irgendeiner Liste in irgendeinem Institution steht. Ja, und nur die, die neu geboren sind, die das ewige Leben haben, die wirst du auch in der Ewigkeit wiederfinden. Das ist also etwas, wo man nicht mit spaßen kann. Wir kommen nochmal drauf. Gut, was ist ewig? Also im Sinne von, welche Dinge sind ewig? Natürlich ist Gott ewig. Das wird immer wieder in der Bibel gesagt. Er wird als der Ewige bezeichnet. Ne? Er ist der Ewige. Und da heißt es beispielsweise, jetzt mal als Beispiel im Psalm 90, Abvers 2, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Nicht wahr? Dann das Wort Gottes wird in Ewigkeit sein. Das sagt Jesus. Er sagt, das Wort Gottes wird in Ewigkeit Bestand haben. Das hat mehr Bestand als das ganze Welt um uns herum. Das Wort Gottes, ja, wird in Ewigkeit sein. Das finden wir in allen möglichen Bibelstellen. Psalm 119, Vers 89, wenn du es mitschreiben willst. Jesaja 40, Vers 8. Matthäus 5, Vers 18. Lukas 21, Vers 33. 1. Petrus 1, Vers 25. Ja, das Wort ist ewig. Das Wort, das fleischgewordene Wort, ist ja Jesus. Halleluja. In 1. Timotheus 1, Vers 17 heißt es so: Dem König der Ewigkeit, dem König der Ewigkeit, Halleluja, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in aller Ewigkeit. Er ist der König der Ewigkeit, er ist der Herr der Ewigkeit. Er ist derjenige, um den es geht bei aller Ewigkeit. Und er soll in aller Ewigkeit auch gelobt werden. Und wenn wir dann uns damit beschäftigen, dann stellen wir fest, dass es da so einen Gegensatz gibt. Auf der einen Seite berichtet uns die Bibel von dieser Gegenwart Gottes, dieser Herrlichkeit Gottes, diesem ewigen Sein in Gott, ja, unbegrenzt, unendlich. Und auf der anderen Seite hast du diese begrenzte Welt. Diese begrenzte Welt, und die sind wie zwei Dinge. Auf der einen Seite die Welt und auf der anderen Seite das Reich Gottes, das in Ewigkeit Bestand hat. Die vergängliche, gefallene Welt und das unvergängliche, in Ewigkeit existierende Reich Gottes. Halleluja. Das steht sich gegenüber. Ne? So, aber es gibt noch andere Dinge, die ewig sind. Die Bibel sagt beispielsweise, der Name des Herrn ist ewig. Er hat einen ewigen Namen, natürlich. Ja, seine Herrlichkeit ist ewig. Seine Gerechtigkeit ist ewig, bleibt in Ewigkeit. Seine Gnade und Wahrheit ist ewig. Halleluja! Es wird nie aufhören mit seiner Gnade. Und es wird auch nicht aufhören mit seiner Wahrheit. Halleluja! In dieser Phase, in der wir uns momentan befinden, wo so unvorstellbar viel Lüge, Manipulation, Irritation, Propaganda und sonst was auf uns einprasselt. Hey! Der Herr ist in Ewigkeit wahr und wahrhaftig. Er ist der Fels, auf den wir uns stellen können. Da ist wirkliche, echte, reale Wahrheit. Eine Wahrheit, die uns durch diese Stürme und diese ganze Turbulenzen hindurchträgt in die Ewigkeit. Das ist so cool. Ja? Deine Güte ist ewig. Und natürlich, der Bund, den er mit uns geschlossen hat, ist ewig. Er hat einen ewigen Bund mit uns geschlossen. Und die Bibel spricht davon, dass er eine ewige Erlösung uns schenkt. Und dass Jesus ein ewiger Priester ist.
Hebräer 9, Vers 12 heißt es beispielsweise: Er ist ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen. Ja, also Jesus als hoher Priester ist ins himmlische Heiligtum gegangen. Nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Das, was er getan hat, sein Kreuzestod, ist ewig. Ist für alle Ewigkeit gültig. Was er getan hat, hat uns für Ewigkeit gerettet. Es wird nicht irgendwann aufhören. Es ist absolut grandios. Wenn wir ein Bewusstsein dafür bekommen, was das bedeutet, ewig. Halleluja. So, und da heißt es beispielsweise in Johannes 5, Vers 24, kennst du wahrscheinlich schon seit langem, ein ganz bekannter Bibelvers: Amen, Amen. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Ne? Die Welt und ihre Begierde vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Hey, das sollten wir uns wirklich bewusst machen. Steht in 1. Johannes 2, Vers 17. Die Welt und ihre Begierde, all das ganze Zampano, all das Zeug, was hier läuft, es vergeht. Es hat keinen ewigen Bestand. Es gibt einen festgesetzten Zeitraum. Aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit bei ihm, in seiner Gegenwart. Das ist das, was man also allgemein den Himmel nennt. Ne? So, insbesondere im Neuen Testament ist der Begriff ewiges Leben ganz, ganz stark vertreten. Ja? Ewiges Leben, denn das ist das, weshalb Jesus gekommen ist, um uns ewiges Leben zu geben. Das ist das, was wir verloren haben durch den Sündenfall. Ja? Und das ist das, was wir wiederbekommen haben durch Jesus. Und jeder, der es annimmt, hat ewiges Leben. Wie gesagt, es beginnt mit der Neugeburt. Hey, das ist abgedreht, das ist absolut genial. Wir haben ewiges Leben. Die Möglichkeit ist da, dass der Herr uns ewiges Leben schenkt. Und zwar ewiges Leben, ja, in einer Qualität, die wir alle noch nicht erahnt haben, die wir alle nicht kennen, hier in diesem irdischen, gefallenen, elenden Dasein. Das ewige Leben, das Christus uns schenkt. Ja, das heißt, dass wir Anteil haben am Sein Gottes, an seiner Zukunft, an dem, wie er ist. Wir sind hineingenommen in ihn. Er ist in uns. Wir sind ein Tempel Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Könige, wir sind Priester, wir sind Gesandte, wir sind die Braut. Das ist so genial. Ja? Wir sind hineingenommen in seine Fülle, in seine Existenz, in seine Herrlichkeit, in seine Kraft, in seine Vollkommenheit. Ja? Und das ist so erhaben über allem, was wir in diesem irdischen Leben überhaupt sehen können oder was hier abgeht oder sonst was. Ja? In diesem irdischen Dasein, so begrenzt durch Sünde, durch Raum, durch Zeit, durch einfach unsere Möglichkeiten und Ressourcen. Das ist was anderes. Das ist eine völlig andere Existenzform. Und die beginnt schon, wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann musst du sagen: Herr, ich lebe irgendwie noch immer in diesem irdischen, erbärmlichen Niveau. Zeig mir, was es heißt, ewiges Leben schon jetzt zu haben mit dir. Zeig mir diese Qualität echten Lebens. Bring mich da hinein. Und du wirst sehen, der Herr hat mehr für dich als das, was du bis jetzt erfahren hast. Halleluja. Ja, und für solches, was der Herr für uns hat, für diese geniale Situation, für das, was er uns geschenkt hat, dafür gebührt ihm Lob und Dank und Ehre und Anbetung in alle Ewigkeit. Das ist völlig logisch. In alle Ewigkeit. Das sind Aussagen, die findest du beispielsweise in Römer 11, Vers 36 oder 16, Vers 27, Galater 1, Vers 5, Epheser 3, Vers 21 und noch sehr, sehr viel mehr. In Römer 11, Vers 36 heißt es beispielsweise: Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Grandios. Okay.
Ich hatte vorhin schon mal gesagt, es gibt da ja diesen Punkt von diesem auf der einen Seite gefallenen, begrenzten, dunklen, kalten, von dämonischen Kräften gesteuerten, manipulierten Welt und auf der anderen Seite eben das Reich Gottes. Im Geist sind diese beiden Sachen konträr, die bekämpfen sich einander. Du hast das Reich Gottes und du hast das Reich der Finsternis. Und diese Welt wird sehr, sehr stark von Kräften der Finsternis gesteuert, manipuliert, verführt. Ja? Warum? Damit möglichst viele Menschen eben nicht das ewige Leben bekommen, sondern in die Verdammnis gehen. Das ist die Absicht der Mächte der Finsternis. Das ist die Absicht des Feindes und seiner Gefolgsleute. Und wir, die wir vom Licht kommen, wir wollen, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Wir wollen, dass das Licht kommt. Wir wollen, dass Leute geheilt, befreit, errettet, erlöst werden. Und dieses ewige Leben, was für jeden Menschen da ist, ihm anbeten, damit er es nimmt. Denn jeder Mensch kann gerettet werden. Nicht jeder Mensch wird gerettet werden, aber jeder Mensch kann gerettet werden. Es gibt für jeden die Möglichkeit, gerettet zu werden. Wer das Opfer, was Jesus Christus für uns gebracht hat, sein Kreuzestod, sein vergossenes Blut als Opfer, als ewiges Opfer akzeptiert für sich und sagt, ja, das nehme ich für mich an, wird neugeboren und hat dieses ewige Leben. Und das wollen wir, dass möglichst, möglichst viele Menschen das erleben. Und der Feind will, dass möglichst, möglichst wenig Menschen das erleben. Und genau da ist der Kampf. Genau da ist der Kampf. Und der Kampf ist eben zwischen dieser gegenwärtigen Welt und der zukünftigen Welt. Wir sprechen bei uns sehr häufig davon, einfach vom Reich Gottes. Dem Reich Gottes, dem was kommt, seinem Herrschaftsbereich, wo er Herr und König ist. Und das ist konträr, das ist gegensätzlich, das steht in dieser Auseinandersetzung. Ne? So, und da haben wir diese gegenwärtige Welt, ja, die wird in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, eigentlich sehr negativ gesehen, weil sie unter der Herrschaft des Feindes steht. Ne? Sie wird beispielsweise genannt die jetzige Welt, die gegenwärtige Welt, die gegenwärtige böse Welt. So, und wenn du dir das anschaust, dann ist es nicht so weit her, um zu schauen, was für unendlich viel Bosheit und Niedertracht und Elend und Not und Manipulation und Schmerz und so weiter es gibt. Es gibt, wenn man sich da näher mit beschäftigt, Gräueltaten unvorstellbaren Ausmaßes. Es ist unvorstellbar, was passiert in dieser Welt. Es ist wirklich teuflisch, richtig teuflisch. Menschen leiden in einer Art und Weise, es ist unermesslich. Ja? Und wir als das Volk Gottes, als das Licht, wir müssen da hineingehen und wir müssen sagen, nein, es gibt etwas anderes. Weißt du, und das ist ja auch ein Punkt, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf hier an der Stelle, von den Leuten, die in der momentanen Situation, dieser verrückten Corona-Situation, sagen, ja, ich ziehe mich zurück auf mein kleines Ding und ich bin dann mit dem Herrn und was da draußen ist, interessiert mich nicht. Hey, um dich herum sind liebenswerte Menschen. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, Leute, die du kennst, deine Verwandten. Liebenswerte Menschen. Und der Herr erwartet, dass wir hingehen und ihnen die Botschaft des ewigen Lebens bringen. Das ist unsere Verpflichtung. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Befehl. Wir können uns gar nicht hinsetzen und sagen, nach mir die Sintflut. Wir haben einen Job zu tun und das erwartet der Herr von dir und du und ich. Wir werden Rechenschaft dafür geben müssen, ob wir das ernst genommen haben. Oder ob wir sagen, was interessiert mich die Welt? Das sind alles böse, böse Sünder. Mögen sie doch zur Hölle fahren. Nix da. Der Herr ist gekommen, um sie zu retten. Und er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Und dazu will er dich und mich einsetzen und gebrauchen. Wir haben die Klappe aufzumachen. Ja? Und das ist genau das, was momentan in der Christenheit, in der westlichen Welt so ätzend ist. Man zieht sich zurück, man duckt sich weg, man macht den Mund zu, man ist wie weggetaucht. Und jede Form von irgendwo, wenn man hingeht und sagt, Achtung, Moment mal, hier läuft was komisch, hier läuft was sonderbar, es gibt eine andere Botschaft, wird sofort als ganz gefährlich dargestellt. Ich habe einen Spruch gelesen, da war es, der Deutsche duckt sich weg,
weil er Angst hat, alles zu verlieren. Die Wahrheit ist, weil er sich wegduckt, wird er alles verlieren. Da ist viel Wahrheit drin. Es ist keine Zeit für uns als Kinder Gottes, uns wegzuducken und so ein angepasstes, gesellschaftlich konformes, weichgespültes, elendes Christentum zu tun. Wir müssen als Volk Gottes wirklich Position einnehmen. Gerade jetzt, wie Esther. Es gibt eine Zeit wie diese, wo wir gerufen sind, Position zu nehmen. Für was? Für das Reich Gottes. Jetzt gilt es, Menschen zu retten. Jetzt gilt es, die Botschaft der Erlösung weiterzugeben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also ehrlich. So, diese beiden Systeme, das Reich Gottes und das Reich der Welt. Die zukünftige Welt, die kommende, wird eben die neue Weltzeit genannt, das Reich Gottes oder die Vollendung der Welt. Und da haben wir beispielsweise Bibelverse wie in Matthäus 12, Vers 32. Da geht es um die Sünde gegen den Heiligen Geist. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben. Weder, Achtung, in dieser noch in der zukünftigen Welt. Das ist übrigens die einzigste Sache, wo Sünde nicht vergeben werden wird. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Manche Leute fragen sich, was ist denn eigentlich die Sünde gegen den Heiligen Geist? Habe ich die womöglich getan oder sowas? Die Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn du den Textzusammenhang liest, musst du lesen in Matthäus 12, den Textzusammenhang liest, da geht es darum, dass das Wirken des Heiligen Geistes, in dem Fall waren da Dämonenaustreibungen, ging es um Dämonenaustreibung, dass das Wirken des Heiligen Geistes als dämonisch, als teuflisch bezeichnet wird. Das war dieses Ding mit, er treibt die Dämonen aus durch ihren obersten Beelzebub. In der Situation sagt Jesus das. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, wenn man das, was der Heilige Geist tut, der uns gegeben ist, zur Wahrheit, als Fürsprecher und so weiter, wenn man das als teuflisch bezeichnet. Wenn man also Gott, der Heilige Geist ist Gott, ja, wenn man ihn als teuflisch bezeichnet. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und das ist eine super ernste Aussage hier. Ihm wird nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Und weißt du was? Es gibt Leute, die das mit dem Brustton der Überzeugung tun. Die den Heiligen Geist als satanisch beschimpfen, als Geist von unten. In Epheser 1, Vers 20 und 21 lesen wir eine andere Bibelstelle, die in dieses Thema Zeitalter und zukünftiges Zeitalter hineingeht. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Wenn du mal darauf achtest, viele Bibelstellen, die wir super gut kennen und die wir gebrauchen, da geht es tatsächlich um Ewigkeit, um dieses kommende Zeitalter. Ne? Dieses kommende Zeitalter ist für die Kinder des Lichts, ist für diejenigen, die wiedergeboren sind, ist für die, die gerettet sind, die das ewige Leben schon empfangen haben. Sie dürfen an dieser Welt, diesem ewigen Reich Gottes, teilhaben. Das ist ein Angebot, was für jeden Menschen zur Verfügung steht. Wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du vielleicht irgendwie in diesen Livestream oder in diesen Videopredigt hier reingekommen bist und sagst, ich weiß gar nicht, ob ich das habe, ja, dann schicke ich dir gerne die Broschüre Der Spaziergang zu, ist kostenlos und da kannst du Hilfe bekommen. Ja? Oder auf unserer Webseite, da gibt es unter Gebet, gibt es Gebete, die kannst du mitsprechen, wo du sagst, ich will Christ werden. Ja, ich will einen Neuanfang mit dem Herrn machen. Ich bin irgendwie lau oder kalt geworden. Es gibt die Möglichkeit. Wenn du dir sagst, ich weiß nicht recht, wie ich das machen soll, dann guck auf unserer Website, unser Gebet und du wirst Hilfe finden. Oder wie gesagt, wir schicken dir das von Herzen gerne zu. Da stehen Gebete drin, die kannst du mitbeten. Da kannst du einfach dich dann andocken und sagen, okay, das ist so ein erster Hilfe, um da reinzukommen. Und dann machst du einfach mit dem Herrn weiter. Ne?
Denn es ist das Entscheidendste, das Wichtigste, das absolut, absolut, absolut Entscheidendste in diesem Leben, was du erreichen musst, ist, dass du das ewige Leben ergreifst. Wenn du in diesem Leben nicht das ewige Leben ergreifst, war das Leben komplett sinnlos. Und nicht nur das. Es wird zu einem entsetzlichen Ende führen. Ja? Wir müssen die Gelegenheit nutzen und in diesem irdischen Dasein das ewige Leben, was uns kostenfrei durch Jesus angeboten wird, ergreifen. Wir müssen es tun. Wer es nicht tut, wird in Ewigkeit von Gott getrennt sein. Da ist die Bibel vollkommen unmissverständlich. Ja? Unmissverständlich. Ewigkeit mit dem Herrn, in seinem Leben, in diesem Qualitätsleben, sage ich mal. Das ist natürlich ein schwacher Begriff. Ja? Wir haben Teil an dem, wie Gott ist, an seinem Leben, an seinem Reich, seiner Herrlichkeit, seinem Sein. Und so sagt Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen. So, wir leben in diesem Äon, in diesem Zeitalter. Wenn wir neugeboren sind, sind wir aber nicht mehr von diesem Äon. Wir sind schon Kinder, die ewiges Leben haben, die eigentlich aus einem anderen Qualitätssein kommen. Und trotzdem sind wir noch in diesem Leben, in dieser Erde drin. Ja? Es ist so, wie wenn das himmlische Äon schon sozusagen in dieses irdische Leben hineinreicht. Und das gilt für dich und mich. Wir haben solche genialen Verheißungen von dem, was der Herr für uns hat. Es ist absolut gigantisch. Für mich ist es jetzt so, dass ich der Überzeugung bin, dass Ewigkeit und Zeit zwei unterschiedliche Dinge sind. Ewigkeit ist nicht, nach meinem Verständnis, einfach Zeit und noch mehr Zeit und noch mehr Zeit und noch mehr Zeit. Also noch eine Milliarde Jahre und noch eine Milliarde Jahre und noch 10 Milliarden Jahre und noch 100 Milliarden Jahre und noch und noch und noch. Nein, nein. Ich glaube, dass Ewigkeit etwas vollkommen anderes ist. Vor vielen, vielen, vielen Jahren hat mir, ich glaube, es war ein gläubiger evangelischer Pfarrer, das mal so erklärt, da war ich noch ein kleiner Steppke. Der hat gesagt, du musst dir das so vorstellen, Gott ist eine Ewigkeit. Das Reich Gottes ist eine Ewigkeit. Und da gibt es wie so eine kleine Schiene, sage ich mal, und das ist die Zeit. Und die läuft einfach mit eben der Geschwindigkeit von einem Tag pro Tag, läuft die einfach ab. Aber Gott ist nicht in der Zeit, er ist nicht an die Zeit gebunden, er ist drumherum, er ist Gott. Die Ewigkeit ist etwas, was die Zeit sozusagen in sich trägt. Ja? Zeit ist nicht Ewigkeit. Und irgendwelche verrückt langen Zeiträume sind nicht Ewigkeit. Hat man gehört, wie so eine, ja, ich sag mal, Kinderstundentante in der Gemeinde, so eine Kinderstundentante versucht hat, den Kindern Ewigkeit zu erklären. Da hat sie folgende Story gesagt. Die Kinder wollten wissen, wie das ist mit der Ewigkeit. Und dann sagt sie, ja, musst ihr euch so vorstellen, es ist ein riesiger großer Berg. Ganz großer Berg. Und aus Stein und oben mit Schnee und richtig riesig, ein richtiges, gewaltiges Massiv. Und alle 1000 Jahre kommt ein klitzekleines Vögelchen geflogen und wetzt seinen Schnabel an dem Berg. Und dann dachte, und wenn der Berg abgewetzt ist, dass nichts mehr da ist, dann ist von der Ewigkeit eine Sekunde vergangen. Okay, das meine ich, wenn ich sage, diese endlosen Zeiträume, das ist ein unermesslicher Zeitraum von Milliarden von Jahren, der da gemalt wird. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube nicht, dass das wirklich das ist, was Ewigkeit ist. Ich glaube, Ewigkeit ist ein anderes Level. Schau mal, wir können uns als Menschen in der Begrenztheit, wie Gott uns geschaffen hat, beispielsweise ja nur 3 Dimensionen vorstellen.
Manche Leute sagen, die Zeit wäre die vierte Dimension, das ist mehr als dürftig, auch vom Mathematischen her. Aber selbst wenn, können wir es uns nicht vorstellen. Ja, du kannst nur in drei Dimensionen denken. Wir können nicht in der vierten, fünften, sechsten, achten Dimension, 50. Dimension denken, obwohl wir in der Mathematik darin rechnen können. Habe ich selbst in der Schule gemacht. In irgendwelchen verrückten Dimensionen gerechnet und irgendwas berechnet, ging wunderbar. Nur vorstellen kann man sich es nicht. Wir können nur in drei Dimensionen denken. Das sind wir so von Gott angelegt. Mehr ist nicht möglich. Aber weißt du was? Gott ist nicht an irgendwelche Dimensionen gebunden. Auch nicht an eine vierte, fünfte, sechste. Und genauso ist es mit der Zeit. Wir als Menschen können nur in Zeit denken. Etwas, was ohne Anfang und ohne Ende ist, in dem Sinne, können wir uns gar nicht vorstellen, wirklich. Aber Gott ist nicht dran gebunden. Raum und Zeit sind Begrenzungen dieser Schöpfung, in der wir sind. In der Ewigkeit wird es diese Begrenzung nicht mehr geben. Da bin ich sehr sicher. Okay, jetzt haben wir da schön drüber nachgedacht mit der Ewigkeit. Das Ganze so ein bisschen theoretisch, ein bisschen abgehoben vielleicht. Und hoffentlich stellst du jetzt die Frage, ja, und was heißt das nur für dich und für mich? Was fange ich damit an? Nun zum Ersten, wie schon gesagt, du solltest sicherstellen, dass du dieses ewige Leben hast. Denn wenn du das ewige Leben nicht hast, ist dein Leben komplett umsonst gewesen. Prediger 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott hat den Menschen geschaffen und er hat Ewigkeit, ein Bewusstsein der Ewigkeit, ein Sehnen nach der Ewigkeit in die Herzen hineingelegt. Ich persönlich glaube, dass jeder Mensch ein Verständnis, ein Sehnen nach Ewigkeit hat. Das ist doch das, was die Religionen abzudecken versuchen. Ja, egal wie schräg die aussehen mögen. Irgendwie dieses Leben über den Tod hinaus, dieses ewige Leben zu haben. Ja, er hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir wollen in Ewigkeit irgendwas haben, wir strecken uns danach aus, wir wollen es doch. Ja, selbst Leute, die mit dem Christentum nichts zu tun haben, irgendwie wissen sie, es muss mehr geben. Es muss mehr geben. Aber wir als Kinder Gottes, wir wissen, was beispielsweise in 1. Johannes 5 ab Vers 12 steht. Eine super wichtige Bibelstelle. Super, super wichtig. Schreib's dir auf. 1. Johannes 5, 12, ab Vers 12. Da heißt es, wer den Sohn hat, hat das Leben. Halleluja. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Du musst den Sohn haben. Das war das, was ich vorhin sagte. Eine Beziehung haben. Nicht nur irgendwo deinen Namen auf irgendeiner Liste von irgendeinem Laden stehen haben. Ja? Das nützt gar nichts. Ja, du musst eine Beziehung haben, du musst den Sohn haben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Punkt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hast du Jesus, hast ihn ergriffen, hast eine Beziehung zu ihm, bist in dieses Leben hineingegangen, dann hast du ewiges Leben. Oder du hast ihn nicht. Dann bist du draußen. Dann hast du das ewige Leben eben nicht. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Das Neue Testament ist da komplett kompromisslos. Das ist absolut deutlich. Absolut konsequent. Es gibt zwei Optionen. Ewiges Leben in Jesus Christus. Das Leben, was Gott für dich hat. Oder kein ewiges Leben, wenn du Jesus Christus nicht hast. Das gilt für alle Menschen, ausnahmslos, für jeden einzelnen Menschen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist wieder ein Punkt. Heilsgewissheit. Es gibt Leute, die wissen nicht, dass sie gerettet sind. Die sind sich nicht sicher. Hey, dann würde ich es nicht drauf ankommen lassen. Ich würde es überhaupt nicht drauf ankommen lassen auf irgendwelche Sachen. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich denke, ich sollte mich nochmal taufen lassen. Ich bin als Kind getauft worden, aber eigentlich und so weiter. Hey, warum aufschieben? Warum aufschieben?
irgendeinen Grund zu warten? Nein, tu es jetzt. Manche Leute sagen, ja, ich möchte mehr vom Heiligen Geist, ich möchte erfüllt werden, aber irgendwie, warum? Auf was wartest du? Und vor allen Dingen, wenn du merkst, der Herr sagt, hey, ich will dich zu mir ziehen, ich habe mehr für dich. Worauf wartest du? Hin zu ihm. Akzeptiere doch, dass der derjenige ist, der dich besser kennt als du selbst und der dich segnen will und der dich hineinbringen will. Es gibt Leute, die warten so lange, das ewige Leben zu ergreifen, dass sie irgendwann sterben. Und sie verpassen das, was der Herr für sie hat. Und das ist entsetzlich. Wer in diesem Leben das ewige Leben nicht ergreift, hat komplett umsonst gelebt. Alles sinnlos. Das kann ich dir absolut sagen. Und es ist wichtig, dass wir unseren Fokus darauf richten. Es ist wichtig, dass wir unser Bewusstsein darauf richten. Es ist wichtig, dass wir auf das schauen, was der Herr für uns hat. Es ist wichtig, dass wir ein Bewusstsein der Ewigkeit in unserem ganz täglichen Leben haben. Kolosser 3, 1 und 2. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also wenn ihr wiedergeboren seid, wenn ihr neugeboren seid, wenn ihr Christen seid, wenn ihr euch bekehrt habt, wie immer das nennen willst, so sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Hey, das ist eine super, super steile biblische Aussage. Sucht, was droben ist, sucht diese Ewigkeitsperspektive, sucht das, was in der himmlischen Dimension ist, sucht das, wo Gott ist, sucht das Reich Gottes. Ja? Fokussiert euch da drauf, konzentriert euch da drauf. Ja, und dann hier heißt es tatsächlich, ne, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das ist eine interessante Aussage, gerade jetzt in dieser Situation, wo so viel Furcht und so viel Angst und so viel Bedrängnis im Grunde genommen um uns alle herum ist. Wo wir, die Bibel sagt, hey, schaut nach oben, fokussiert euch auf den Herrn, ja, richtet euch auf ihn aus, sucht das. Such das. Und von der Perspektive, dieser persönlichen Beziehung, wenn du das wirklich hast, dann geh und gib das einfach weiter den Menschen, damit viele, viele, viele gerettet werden. Die Beschäftigung mit der Ewigkeit in der Gegenwart Gottes, dieser himmlischen Realität, ist von größter Bedeutung für dich und mich. Ja? Weil wir dadurch nämlich die richtige Perspektive für dieses irdische Leben bekommen. Für dieses, sorry, ich sag's mal so, erbärmliche, beschränkte, kleine, enge, dunkle Leben mit all den Schwierigkeiten, mit all den Problemen, den Leiden, den Schmerz und dem Tod, mit all den Krankheiten und allem. Wenn wir wissen, hey, es ist nur ein beschränkter Zeitraum, da gehen wir durch, ja, und wir werden hineinkommen in das, was der Herr für uns hat. Wir brauchen den Blickwinkel der Ewigkeit, um die Dinge in dieser Welt zu sehen. Versteht mich richtig, ich bin sicher, dass der Herr uns segnen will. Ich bin sicher, dass der Herr uns heilen will. Ich bin sicher, dass der Herr uns versorgen will. Aber dennoch, weil wir eben vom Reich Gottes kommen, aber dennoch ist es, solange wir in dieser Welt sind, eben ein Leben mit all diesen Beschränkungen. Aber was der Herr für uns hat, ist so viel gigantisch größer, ja, dass wir diesen Blick haben müssen, in diese Ewigkeitsdimension hineinschauen müssen, damit wir die Dinge dieses irdischen Lebens in der richtigen Relation sehen. Ja, und das ist auch die Relation, Menschen zu retten. Ja, das ist auch die Relation, für Menschen zu beten. Auch die Relation, Menschen, für Menschen um Heilung zu beten, um Befreiung zu beten und so weiter. Ja, das tun wir nicht aus unserem eigenen Ding heraus, sondern aus dieser Dimension der Ewigkeit, aus der Dimension des Himmels und setzen diese Segnung Gottes für andere Menschen frei. Das ist eigentlich unser Job als Kinder Gottes. Das ist eigentlich das, was der Herr will, dass wir tun sollen. Das ist eigentlich der Missionsbefehl. Ja? Das ist das, was Jesus getan hat. Er war in dieser Welt, aber er war echt nicht von der Welt, sondern er lebt aus den himmlischen Ressourcen und hat diese Segnung Gottes freigesetzt in die Welt hinein, damit Menschen gerettet werden, geheilt werden und vor allen Dingen in Ewigkeit bei ihm sein werden, weil sie ewiges Leben ergreifen. Ja? Und noch eine super bekannte Bibelstelle. Johannes 10, Abvers 27.
super bekannt, aber immer im anderen Zusammenhang in der Regel zitiert. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ich persönlich glaube, dass jeder Mensch auf dem Globus ein Verlangen, irgendwie ein tiefes Verständnis für Ewigkeit hat. Bei vielen ist es natürlich verschüttet. Viele haben es dann irgendwie verdrängt. Viele haben es irgendwie zugemüllt mit irgendwas. Ja? Aber ich glaube, selbst der größte Atheist im tiefsten Innersten weiß er, es muss mehr geben. Ja, weiß er, es muss mehr geben. Ich habe mal folgendes gelesen. In einer großen Tageszeitung vor Jahren schon gab es solche Umfragen. Die hatten immer irgendwelche Prominente oder was weiß ich, Fußballer, Politiker, Stars, Wissenschaftler, immer den gleichen Fragebogen gegeben. Mit so verschiedenen Fragen, einfach über alle möglichen Dinge, ja, was sie am liebsten tun und wo sie am liebsten sein würden und einfach unterschiedlichste Sachen. Und eine der Fragen war, was wäre für Sie das größte Unglück? Ja, und dann hast du natürlich dann interessante Antworten immer gehabt. Was ist so für die Leute das größte denkbare Unglück? Und ein Wissenschaftler, das habe ich mir echt gemerkt, ein Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, hat folgende Antwort gegeben für die Frage. Wenn es doch einen Gott gäbe. Der war Atheist, der Mann. Das konnte man auch sonst aus den Antworten entnehmen. Aber er hat eins kapiert. Wenn ich falsch liege, wenn ich falsch liege und es doch einen Gott gibt, dann ist das für mich die größte Katastrophe. Das größte Unglück. Der Mann hat logisch gedacht. Der hat es nicht geglaubt, aber er hat gesagt, wenn ich falsch liege, wenn es doch einen Gott gibt, wenn es doch eine Ewigkeit gibt, wenn es doch wahr ist, was die Christen sagen, dann ist das für mich das größte Unglück. Und weißt du was? Es ist die absolute Wahrheit. Wer das ewige Leben nicht in diesem Leben ergreift, für den ist es das größte, 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 größte Unglück. Denn er wird in Ewigkeit von Gott getrennt sein. Er wird in Ewigkeit verdammt sein. Ich glaube, dass jeder Mensch oder die meisten Menschen wissen, dass es mehr geben muss als diese 70, 80 Jahre hier auf diesem Globus zu leben. Ja? Und die Menschen suchen ja auch nach was, was dieses irdische Leben überdauert. Ja? Sie wollen ja irgendwas haben. Die haben diese innere Sehnen. Wie gesagt schon, Religionen beschäftigen sich damit. Ne? So, und dazu drei wichtige Basics der christlichen Lehre. Erstens, alle Menschen werden auferstehen, wenn sie gestorben sind. Alle Menschen werden auferstehen. Apostelgeschichte 24, Vers 15 heißt es, es wird eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben. Jeder Mensch wird auferstehen. Mit dem Tod ist keinesfalls alles aus. Das ist eine Lüge aus der Hölle. Ja? So. Zweitens, alle Menschen werden gerichtet werden. So lesen wir Matthäus 25, 46. Diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechte aber in das ewige Leben. Sehr ernst. Das Neue Testament ist keine Happy-Clappy-Story. Das ist sehr, sehr ernste Botschaft. Der dritte Punkt ist, es gibt ein Leben nach dem Tod bei vollem Bewusstsein. Die Bibel sagt nichts von einem Happy End für alle. Sie sagt nichts von einem Happy End für alle. Es gibt kein Ding mit irgendeiner komischen Allversöhnung. Wenn du in der Gefahr bist, sowas zu glauben, Vorsicht, riskier es nicht. Ja? Wer die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verpasst, hat alles verpasst. Und da gibt es eine interessante Story in der Bibel. Schau, als Jesus gekreuzigt wurde, waren ja diese beiden Mitgefangenen da, diese Verbrecher oder was, die auch gekreuzigt worden sind. Und die haben sich ja untereinander unterhalten. Und das Interessante ist, dass der eine sagt, der da, der Jesus ist ungerecht, dass der gekreuzigt wird. Aber wir verdienen das. Das ist ja eine sehr interessante Aussage.
Der ist im Todeskampf und sagt, ja, ich habe das verdient, dass ich hier hingerichtet werde. Aha. Wir wissen nicht, was der gemacht hat, aber wenn er selber sagt, okay, das ist gerecht, dass ich hier hingerichtet werde, dann wird er schon einiges ausgefressen haben, was auch immer. Das war wirklich eine Person, die in ihrem irdischen Leben echt alles versemmelt hat. Und dann spricht genau der Typ Jesus an, spricht mit Jesus 2, 3 Sätze. Und sagt, denk an mich. Denk an mich. Was macht er? Er baut die Beziehung auf. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Interessant, ne? Dieser Verbrecher, der in der Todesstunde Jesus begegnet, der auch in seiner Todesstunde ist, ergreift das ewige Leben. Er ist in Ewigkeit bei Gott. Er ist gerettet. Das ist einer der allerersten, die dieses Heil ergriffen haben in Christus. Hat der Mensch irgendwie sich das verdient in seinem Leben? Hat er alles richtig gemacht? Gar nichts hat er, das war ein erbärmlicher Sünder und Verbrecher. Aber in der Todesstunde hat er dieses Angebot, aus welchen Gründen auch immer, er wusste es und hat es angenommen. Er wusste, hier ist irgendwas. Vielleicht hat er Jesus mal gehört oder ich weiß es nicht. Aber er hat es ergriffen und wurde gerettet. Und das ist interessant. Es gibt nichts, egal wie groß deine Sünde, dein Vergehen, dein sonst was ist, was dich abhalten kann von dem, was Jesus für dich getan hat. Das Blut Jesu ist stärker als alle Sünde, alle Macht, alles, was da ist. Es ist absolut für dich die Möglichkeit da, in Zeit und Ewigkeit gerettet zu werden. Halleluja. 1. Korinther 15, ab Vers 52. Die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Unvergänglich, nicht mehr vergänglich. Das heißt ewig. Wenn etwas nicht mehr vergänglich ist, ist es ewig, ne? Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit, also Ewigkeit, anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Unsterblichkeit ist ewig. Das schreibt Paulus hier an die Korinther. Die Toten werden auferweckt werden. Unvergänglich sein. Das gilt erstmal für alle, ne? Dann sagt er, und wir, also das Volk Gottes, werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Hey, der Tod wird aufhören. Sterben wird aufhören. Das ist Bestandteil dieser gefallenen Schöpfung. Das ist nichts mehr, was es in Ewigkeit gefunden wird. Halleluja! Und dann geht es weiter. 1. Korinther 15, ab Vers 54. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, was geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Und das ist genau das Ding, was die Esther kapiert hatte. Sie hat gesagt, ja, egal, ich gehe da jetzt durch. Und das ist das, was du und ich verstehen müssen. Als Kinder Gottes sind wir von dieser Macht, von dieser Bedrängnis weg. Der Tod hat seinen Stachel, seine Macht, seine Brutalität gegen uns als Kinder Gottes verloren. Und es ist im Grunde genommen egal, wie das Leben auch in den kommenden Jahren aussieht. Es ist egal. Wir gehen weiter in dem, was der Herr für uns hat. Schau mal, hier in dieser Broschüre, die wird übrigens sehr, sehr gerne zuschicken, ne? Wenn du uns diesbezüglich anschreibst, auch zum Weitergeben. Da schreibt David Demian, sehr, sehr bekannter internationaler Leiter, etwas Interessantes. Er schreibt hier, Deutschland, du bist dabei, dich zu verändern. Deutschland wird nicht so bleiben. Ich sage euch, die Nationen sind dabei, sich zu verändern. Nicht, weil irgendetwas falsch ist, sondern weil Endzeit ist. Das Ende des Zeitalters. Das Königreich wird leuchten und das Königreich der Finsternis wird es hassen. Diejenigen, und jetzt kommt's, Achtung,
Diejenigen, die gerecht leben, werden verfolgt werden. Ich rede nicht über China. Ich rede nicht über Ägypten. Ich rede über Deutschland. Ich rede über das Königreich Gottes. Schaut euch all eure Reformatoren an. Wann immer sie mit Gott gingen, brach die Hölle los. Und das ist das, in das wir hineintreten werden. Das herrliche Königreich Gottes. Wir müssen ein Verständnis dafür haben von der Ewigkeit, damit wir uns nicht von dem irdischen Leben hier verrückt machen. Weißt du, die Märtyrer der frühen Kirche, ja, der frühen Gemeinde, die wurden geopfert, die wurden verbrannt, die wurden den wilden Tieren vorgeworfen und sie haben den Herrn gelobt und gepriesen. Sie hatten ein Verständnis dafür, dass dieses irdische Leben nur eine Übergangsgeschichte ist, hin zu etwas Genialem, dem ewigen Leben, das Gott für uns hat. Übrigens war das einer der Hauptgründe, warum das Christentum dieses ganze römische Reich zum Wanken brachte und warum Millionen Leute das Christentum angenommen haben im römischen Reich. Weil sie gesehen haben, wie die Märtyrer starben. Und die Leute waren erschüttert, haben gesagt, die haben was, die haben wirklich etwas, was über den Tod hinausreicht. Das war ein Zeugnis, was Hunderttausende, Millionen von Leuten zum Herrn geführt hat. Ja, weil sie gesehen haben, wie Christen starben. Interessant. Interessant. Wenn es schwierig wird, wenn Herausforderungen kommen, wenn es bedrängt wird, musst du diese Ewigkeitsperspektive haben. Du musst wissen, was wirklich zählt. So viele Kinder Gottes kleben so sehr an diesem irdischen Dasein, an ihrem irdischen Leben, an den Dingen, die sie hier haben und was sie tun können und so weiter. Die Zeiten, in die wir hineinkommen, ich denke, es ist gut, wenn wir eine echte Ewigkeitsperspektive haben. Deshalb sagt Paulus beispielsweise, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Philipper 1, Vers 21. Und zwei Verse später sagt er, ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Er sagt, aber ich weiß, ich muss noch hier bleiben. Es gibt noch einen Job zu tun. Er hatte ein Verständnis dafür vom ewigen Leben. Er sagte, der Tod für uns wiedergeborene Kinder Gottes ist doch nur der Schritt hinein in das Eigentliche. Ich habe hinterher noch ein Bild, was hilfreich ist, um das zu verstehen. Ja, wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, was der Herr für uns hat. Wir brauchen keine Todesangst zu haben. Jesu Sieg steht fest, das Eigentliche kommt noch. The best is yet to come, Halleluja. Ja, so, und es geht auch nicht nur darum, nur irgendwann einmal so haarscharf in den Himmel zu kommen, ja, sondern es geht einfach um diese gigantische, geniale, wunderbare Perspektive. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Beispiele, mit denen man versucht, das so zu beschreiben. Ja, beispielsweise hast du vielleicht mal gehört von der Raupe, ja, die ist im Irdischen, krabbelt da auf dem Boden mit ihrer Beschränkung und immer auf dem Boden gebunden und irgendwann wird es zum Schmetterling und kann sich erheben und in ein völlig anderes Dasein kommen, unabhängig kommen und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein schwaches Bild. Ich glaube, es gibt ein, was wesentlich, wesentlich besser ist. Schau, wir sagen ja von Neuem geboren. Und das ist eigentlich ein super, super guter Begriff. Was geschieht, wenn ein Mensch gerettet wird, Jesus annimmt, erlöst wird, sich bekehrt, wie immer du es bezeichnen willst, von Neuem geboren. Das heißt, wenn er geboren ist, ist etwas zur Geburt gekommen. Und das Baby, sage ich mal, das geistliche Baby muss dann erstmal wachsen, wachsen, wachsen und Dinge erkennen und entdecken. So, jetzt nehmen wir mal dieses Bild mal auf und sagen, okay, du hast jetzt ein Baby im Mutterleib, also ganz normal. Und stell dir mal vor, du könntest mit dem Baby kommunizieren. Du könntest sagen, also Baby, pass mal auf, wenn du geboren bist, du wirst
echt viel Spaß haben. Wir werden zusammen Eis essen gehen und du wirst dich freuen, wenn wir Planschbecken haben und dann haben wir eine Rutsche und du wirst staunen, wie schön bunt das ist, ja, wenn dann der Schnee kommt im Winter, du wirst begeistert sein und die Farben einfach vom Herbstwald und wenn der Frühling kommt und das Meer. Und weißt du was? Das Baby kann es nicht verstehen. Du kannst erzählen, was du willst. Das Baby im Mutterleib hat keine Ahnung bei allem, was das Baby sich auch anstrengen könnte, was es sich ausmalen könnte, was es irgendwie versuchen könnte. Es kann es nicht verstehen. Es ist in einem engen, dunklen, nassen Bereich drin. Es ist geschützt. Es wird mit allem versorgt. Es ist da drin. Aber es hat keine Ahnung von der eigentlichen Welt. Es muss erst geboren werden. Und dann beginnt ein Prozess, wo es diese Welt entdeckt. Und genau das Gleiche gilt für unser ewiges Leben. In diesem irdischen Dasein sind wir wie in diesem Mutterleib, im Bild gesprochen. Und wenn die Bibel uns irgendwelche Dinge von der Ewigkeit versucht zu vermitteln, von irgendwelchen Dingen versucht zu beschreiben, weißt du was? Die Schreiber in der Bibel, du merkst, wie die an ihre Grenzen kommen, du merkst, wie die um Worte ringen, um irgendwie klar zu machen, was es bedeutet mit der Ewigkeit. Im Epheserbrief ist es am deutlichsten, wo Paulus also wirklich ringt darum, irgendwie den Christen klar zu machen, hey Leute, es geht um etwas Gigantisches. Der überschlägt sich mit irgendwelchen Superlativen, um das zum Ausdruck zu bringen. Das Baby im Mutterleib hat keine Ahnung, von was du sprichst. Und wir in diesem irdischen Leben haben keine Ahnung von der Ewigkeit. Wir müssen da hineingeboren werden. Und dann entfaltet sich das und dann verstehen wir was. Wenn wir wiedergeboren sind, beginnt sich das zu entfalten, langsam, durch den Heiligen Geist. Der zeigt uns die Dinge und wir bekommen Verständnis dafür. Und irgendwann werden wir dann in das Eigentliche hineingehen, wenn wir vom Herrn von diesem irdischen Dasein abgerufen werden. Und das ist einfach ein Bild, was uns super gut diese Situation, in der wir uns momentan befinden, zeigt. Ja, eng, dunkel, klein, beschränkt, extrem beschränkt. Aber das, was wir hier haben, diese Übergangsphase, dieses irdische Leben, ist nicht das Eigentliche. Es ist nur eine Übergangsphase. Ein Stück Weg, das wir gehen müssen. Ja, gibt es ja dieses Lied, We are strangers here, wir sind hier Fremdlinge, wir gehen hier durch, wir wohnen hier nicht, wir siedeln hier nicht, das ist nur das irdische Leben. Ja, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Halleluja. Das ist das, was der Herr für uns hat. Das ist das beste Bild, was ich mir so vorstellen kann. Ja, was mir wirklich geholfen hat, ein Verständnis dafür zu bekommen von diesen Dingen der Ewigkeit. Und jetzt habe ich etwas Besonderes für dich, etwas, was mir sehr wichtig und wertvoll ist. Ich möchte dazu kurz noch was sagen. Ich habe vor Jahren schon ein Buch geschrieben, das heißt Entdeckungsreise im Himmel. Entdeckungsreise im Himmel. Es ist ein Buch ganz, ganz persönlich von mir, also wirklich. Das ist mir auch schwer gefallen, das zu publizieren, weil es ganz, einfach für mich heilige Dinge sind, die ich da reingeschrieben habe. Entdeckungsreise im Himmel, wo es genau um diese Ewigkeitsperspektive geht, wo der Herr mir Dinge gezeigt hat. Das gibt es übrigens auch in Englisch, das Buch. Hier, Discovering Heaven, A Journey. Und dieses Buch, da habe ich über dieses Thema Himmel, Ewigkeit erstmal so, sagen wir mal, ja, theologischen Abriss gehalten, gut zu lesen. Beispielsweise um Fragen, wo ist der Himmel? Solche Fragen da beantwortet. Und dann hinterher kommen verschiedene Bilder, Visionen, die der Herr mir über einen Zeitraum von 10 Jahren gezeigt hat. Die waren erstmal wie so Mosaiksteine, so Fragmente. Und die haben sich immer mehr zu einem Bild ergeben. Und darüber habe ich dann irgendwann dieses Buch geschrieben, um Menschen einfach diese Perspektive, diese Sichtweise zu geben. Das ist natürlich aus meiner Sicht gesehen, mit meiner Brille gesehen, so wie ich bin. Andere Leute haben über den Himmel geschrieben, die haben völlig anders geschrieben, weil die anders einfach sind.
Beispielsweise gibt es ein Buch, und da geht es darum, das hat ein Pastor geschrieben, ja, und der schreibt ständig von irgendwelchen Begegnungen mit irgendwelchen Menschen, die er dann im Himmel hatte. Das gibt es bei mir gar nicht. Ich schreibe viel über Engel, ich schreibe viel über irgendwelche Bauwerke oder Strukturen oder solche Sachen, einfach weil das mir näher liegt, weil das war, was der Herr mir offenbart hat. Und also, wenn dich das interessiert, dieses Thema Ewigkeit und Himmel, dann lade ich dich ein, dir dieses Buch zu besorgen, aber es ist etwas herausfordernd. Man muss sich darauf einlassen. Man muss wirklich sagen, ja, ich will mich mit dem Thema beschäftigen. Ich bin bereit, da hineinzugehen in diese geistliche Dimension. Also in dem Sinne ist das jetzt keine leichte Kost, die man so einfach mal zwischen zwei Hamburgern mal sich reinzieht, sondern das ist etwas, wo man sich wirklich sagt, okay, da nehme ich mir Zeit für und beschäftige dich damit, weil es einfach eine wichtige Sache ist. Und in diesem Buch, wo es wie gesagt viele prophetische Impulse und Eindrücke gibt, da gibt es einige Diktate zu diesem Thema, die Jesus mir gegeben hat. Und da möchte ich euch was vorlesen von. Vollkommenheit. Absolute, vollendete Vollkommenheit. Kein Makel, kein Fehler, keine Alterung, kein Verfall. Mein Herrschaftsbereich ist Vollkommenheit. Weißt du, dass das Irdische das Gegenteil von Vollkommenheit ist? Es ist gefallen. Es ist dem Tod überantwortet. Vollkommenheit bedeutet, dass nichts fehlt, dass es keinen Mangel gibt. In meinem himmlischen Jerusalem wird kein Baustein fehlen. Bausteine, das sind Menschen. Errettete Menschen, die ich rufe und die kommen, um in meiner Herrlichkeit vollendet zu werden. Mein Zion, das ist mein Volk, meine Stadt, meine Kinder, meine Liebe, meine Braut. Glaub mir, auf dieser Erde hast du noch nie Vollkommenheit gesehen. Doch bei mir wirst du in Ewigkeit über vollendete Vollkommenheit begeistert sein. Der Himmel übersteigt jede menschliche Vorstellung. Jede Beschreibung des Himmels ist nichts anderes als ein Bruchstück und zeigt nur einen winzigen Ausschnitt. Glaub mir, der Himmel ist anders. Er ist der anhaltende, ewige, immerwährende Aufenthalt in der Gegenwart des allmächtigen, allwissenden, unbegrenzten Gottes. Du als Mensch bist hineingenommen in all das, was er ist und was er hat. Das Erbe der Heiligen im Licht ist viel, viel mehr, als sich Menschen jemals ausmalen können. Wer dieses Erbe nicht ergreift, der hat das eigentliche Leben versäumt. In alle Ewigkeit wirst du über das, was Gott für dich als Mensch getan und bereitet hat, voller Begeisterung sein. Gott hat Göttliches für seine Kinder vorbereitet. Niemals, niemals wird es einen Augenblick des Bedauerns, der Langeweile, des Zweifelns geben. Niemals wird sich jemand wünschen, woanders zu sein. Ewigkeit. Ewigkeit ist etwas völlig anderes als eine endlose Aneinanderreihung von Zeit. Ewigkeit ist nicht Zeit. Zeit wird aufhören. Ewigkeit wird bleiben. Der Tod wird aufhören. Leben wird bleiben. Leid wird aufhören.
Freude wird bleiben. Ewigkeit ist anders, als du es dir vorstellen kannst. Wie du dir als Mensch keine Zeitlosigkeit vorstellen kannst, keine dimensionale Unbegrenztheit, so kannst du dir auch Ewigkeit nicht vorstellen. Es wird nicht eine Sekunde Langeweile, Öde oder Bedauern in der Himmelswelt geben. Langeweile ist etwas, was zur gefallenen Schöpfung gehört. Ebenso wie Schmerz, Leid, Not, Unzufriedenheit und Sünde. In Ewigkeit wirst du wissen, ich bin dort, wo ich hingehöre. Ich bin zu Hause. Ewigkeit ist etwas, das dein menschliches Verständnis übersteigt. Freu dich drauf. Nichts ist furchtbarer, als in Ewigkeit von mir getrennt zu sein. Nichts herrlicher und erfüllender, als mit mir vereint zu sein. Ich habe Ewigkeit in dein Herz gelegt und in das Herz jedes Menschen. In vielen hat der Feind dieses Bewusstsein zerstört, weil sie sich den falschen Dingen widmeten und das Falsche hörten. Doch eine Berührung meiner Gunst kann das Verlangen wieder entfachen. Ewigkeit ist das, was ich für meine Kinder vorbereitet habe. Wer das ewige Leben verpasst, hat alles verpasst. Ja, und so heißt es in Matthäus 16, Vers 26. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüße? Im Grunde genommen haben wir als Menschen die Wahl, die gleiche Zukunft zu haben wie Gott in Ewigkeit oder die gleiche Zukunft zu haben wie der Teufel, der Feind in Ewigkeit. Die Wahl stellt sich für uns und die Wahl wird in diesem Leben entschieden. Und deshalb ist dieses Leben so entscheidend wichtig. Und ich komme jetzt zum Ende und möchte einfach nochmal über dieses, was der Herr für uns bereitet hat, was über unsere Vorstellung hinausgeht, was eben wie dieses Bild von dem Mutterleib, von dem Baby, dass da etwas kommt, was gigantisch ist. Ja? Nochmal ein paar Sätze dir vorlesen. Ja? Alle menschliche Vorstellungskraft kommt bei dem, was der Herr für uns bereitet hat, zum Ende. Das, was Gott für seine Erlösten bereit hat, sprengt das begrenzte menschliche Denken und geht über alle irdischen Erfahrungen, Möglichkeiten und so weiter hinaus. Etwas Neues und Unvorstellbares, Unbeschreibbares beginnt. Mit unserem irdischen, menschlichen und begrenzten Verstand sind wir nicht in der Lage zu erfassen, was dies tatsächlich bedeutet. Welche Tragweite diesen Worten gesehen aus der Perspektive der Ewigkeit innewohnt. Menschliche Worte, gefangen in der Erkenntnis und Begrifflichkeit dieser Schöpfung, sind nicht ansatzweise in der Lage, das zu vermitteln, was Gott für seine Auserwählten in einer völlig neuen und für uns noch völlig unvorstellbaren Schöpfung bereit hat. Und doch ist es das, was auf uns alle, die wir Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Retter und Erlöser angenommen haben, was auf uns wartet. Unvorstellbare Herrlichkeit. Eins sein mit Jesus. Für immer. Für immer. Ich sage dir eins. Gott hat wirklich mehr für dich. Und ich schließe mit einem Vers, der das wie kein anderer auf den Punkt bringt. 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, ist das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.
was kein Auge gesehen hat, yes, kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was wir uns einfach nicht vorstellen können, was über alles hinausgeht, was unser menschlicher gefallener Verstand überhaupt in der Lage ist zu ermessen. Das ist das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Amen. Und die große Frage ist, ob du da dabei bist. Amen. Amen. Es ist sehr interessant. Ich habe heute von meiner Tochter ein Schmuckstück, ein prophetisches Schmuckstück geschenkt bekommen. Und da ist also so ein Armreif und da ist eingraviert, the best is yet to come. Das Beste kommt noch oder das Beste wird kommen. Und das hatte ich angezogen heute. Und ich dachte, du hattest das ja sogar erwähnt. Und dann dachte ich, das ist ja echt stark. Denn das ist meine Zuversicht. Das ist meine Hoffnung. Das Beste kommt noch. Ja. Wir haben viel Gutes erlebt in unserem Leben. Viel Herausforderndes. Viele Dinge, die wirklich richtig fett gut waren. Aber viele Herausforderungen. Und trotzdem ist unsere Sehnsucht die, das Beste kommt noch. Der Herr hat den besten Wein für zuletzt aufbewahrt. Absolut, ja. Und wir sind sicher, dass er für uns geniale, super gigantische Dinge vorbereitet hat. Und wir freuen uns auf das, was kommt. Aber schon hier und jetzt. Auch, ja, absolut. Für diejenigen, die mit dem Herrn wandeln. Ja. Ich empfinde, dass es gut ist, wenn ich noch ein Übergabegebet für diejenigen spreche, die das einfach auf dem Herzen haben. Ja, einfach ein Übergabegebet. Das heißt, ich bete dir was vor und du klingst dich ein. Und einfach so eine kleine Hilfe, um so diesen ersten Step zu machen in diese persönliche Beziehung zum Herrn hinein, wenn dich das anspricht. Wenn du sagst, ja, das will ich gerne tun. Mhm. Amen? Ja, so können wir es machen. Okay. Also ich bete das einfach vor und du betest einfach mit. Ja, und danach gehst du einfach dann weiter und betest mit deinen eigenen Worten hinein, wenn wir dann hier gleich Schluss machen. Genau. Herr Jesus, ich habe verstanden, dass es bei dir ewiges Leben gibt. Ich habe verstanden, dass es bei dir ewiges Leben gibt. Und ich habe verstanden, dass es ohne dich dieses Leben nicht gibt. Und ich habe verstanden, dass es ohne dich dieses Leben nicht gibt. Ich will dieses ewige Leben haben. Ich will dieses ewige Leben haben. Ich will in Ewigkeit mit dir, dem Vater und dem Geist verbunden sein. Ich will in Ewigkeit mit dir, dem Vater und dem Geist verbunden sein. Ich will gerettet werden. Ich will gerettet werden. Ich tue Buße für meine Sünden, für meine Verfehlungen. Ich tue Buße für meine Sünden und für meine Verfehlungen. Und ich weiß, dass dein Blut mich reinwäscht. Und ich weiß, dass dein Blut mich reinwäscht. Ich nehme das Opfer, was du gebracht hast, für mich an. Ich nehme das Opfer, was du für mich gebracht hast, an. Ich akzeptiere, dass du für meine Sünde und meine Schuld gestorben bist. Ich akzeptiere, dass du für meine Schuld und für meine Sünde gestorben bist. Und ich bitte dich, wasch mich rein durch dein Blut und vergib mir alle meine Schuld. Und ich bitte dich, wasch mich rein durch dein Blut und vergib mir alle meine Schuld. Lass mich von neuem geboren werden. Lass mich von neuem geboren werden. Lass mich von neuem durch deinen Heiligen Geist geboren werden. Lass mich von neuem durch deinen Heiligen Geist geboren werden. Damit dieses ewige Leben das ist, was ich habe. Damit es das ewige Leben ist, das, was ich habe. Herr, ich nehme dich als meinen Herrn und Retter und Erlöser an. Herr, ich nehme dich als meinen Herrn und meinen Retter und Erlöser an. Jesus Christus. Jesus Christus. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Der Erlöser. Der Erlöser. Der durch sein Blut den ewigen Preis bezahlt hat. Der durch sein Blut den ewigen Preis bezahlt hat. Mein ganzes Vertrauen setze ich auf das, was du für mich getan hast. Mein ganzes Vertrauen setze ich auf das, was du für mich getan hast. Herr, nimm mich an als dein Kind. Herr, nimm mich an als dein Kind. Ich danke dir, dass ich dich als Herrn und Retter jetzt empfangen habe. Ich danke dir, dass ich dich als meinen Herrn und Retter jetzt empfangen habe. Und dann bitte ich dich einfach weiter zu beten, im Gebet weiter zu beten, mit deinen eigenen Worten da hineinzugehen und zu schauen, wie der Herr dich führt. Yes. Wie gesagt, wir schicken dir gerne diese Broschüre zu mit den ersten Steps auch, die wichtig ist im Leben als Christ. Und es ist gut, wenn du dir andere Christen suchst, die dir weiterhelfen können.
Vor allen Dingen aber ist es das Wichtigste, dass du das ergriffen und gepackt hast, das ewige Leben. Yes. Das Coole ist, wir haben entweder alle Menschen, jeder Mensch, die gleiche Zukunft, die Gott hat, oder die gleiche Zukunft, die der Feind hat. Yes. Wir wollen da sein, wo Gott ist. Amen. Amen. Yes. Amen. So, wir hoffen, genau, du wurdest gesegnet. Yes, Amen. So, das war's. Das war's. Genau. In diesem Sinne. Sei gesegnet. Bis nächsten Freitag. Genau. Wir freuen uns auf dich. Blessings. Yes. Ciao, ciao.